Hallo, liebes Internet. Nee, so fangen wir nicht an. Hallihallo. Nee, so fangen wir auch nicht an. Wir bleiben jetzt erstmal bei Hi. Genau. Willkommen zu meinem neuesten Video. Was will ich heute von euch? Ja, jeder andere große YouTuber hat ja Vlogs. Und ich schwimme jetzt einfach mal damit und mache jetzt auch mal meine eigenen Vlogs richtig. Weil es zum einen sehr, sehr bequem ist. Man kann hier mit der Kamera wackeln, es juckt ein Fuchs, genau. Und man kann einfach so viele sinnlose Dinge aus seinem Leben posten, das finde ich einfach richtig toll und ja, das will ich auch machen. Und das verhilft mir zu meinem großen Durchbruch. Spaß beiseite, ich habe ja schon eine riesige Fangemeinde, nee, geht schon, die recht aktiv ist, das finde ich ganz schön eigentlich, und dafür will ich euch auf alle Fälle schon mal oder beziehungsweise nochmal danken, dass ihr wirklich immer so zahlreich in den Kommentaren schreibt und auch mal ein paar Diskussionen mit, ja, beginnt und alles drum und dran. Und ja, um dass mein erster Vlog hier nicht so inhaltlicher Unfug ist und ich euch überhaupt nichts zeige, zeige ich euch jetzt mal, was ich vorgestern Abend vor lauter Langeweile mal so gemacht habe. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Genau. Und Kamera drehen. Wieder High Life ohne Stativ. Rutsch mal ran. Also, was habe ich getrieben? Ich habe ein bisschen am Rechner rumfoliert. Habe ein paar Akzente gesetzt. Ein bisschen was anderes gemacht. Ja, zum einen hier dieser schöne rote Streifen. Ja, mit dieser weißen... ja, weiß abgesetzt das Ganze. Wenn sich jetzt die Kamera aufhört, blöd scharf zu stellen. Genau, was hat er noch gemacht? Jetzt macht er mal die Klappe auf. So, jeder, der das 600C kennt, weiß, dass hier ist zweigeteilt. Einmal die Seite und einmal die Seite. Das habe ich noch ein bisschen foliert. Hier unten so einen roten Streifen, bis in diese Wulst hier. Dann ab dort geht es quasi gerade. Dann rechts noch, um beim Farbthema zu bleiben, noch ein bisschen weiß mit rein. Weil folieren kann ich nämlich ganz gut. Das klappt echt super. Dann hier nochmal so ein kleiner Carbonstreifen, da hatte ich noch Zeug extra. Das Corsair-Logo, das habe ich nochmal foliert. Also das war eine ganz schöne Friemelei. Sieht aber ganz cool aus, ist ganz gut geworden. Ja, genau. Ist zwar noch nicht ganz fertig, hier hinten der Northbridge-Kühler muss noch. Dann wollte ich noch hier quasi diese silbernen Zierelemente, wollte ich noch anders, beziehungsweise rot gestalten. Das werde ich noch machen. Ja, und dann habe ich nochmal hier dieses komische Emblem geändert, weil, wie gesagt, ich hatte hier ausgedruckte Folie. Und die sah inzwischen mehr gut aus, durch das Ganze mal sauber machen und alles drum und dran. Das habe ich noch geändert, quasi hier das Emblem weiß beklebt mit roten und Carbon-Look-Zierelementen. Ja, richtig. Was habe ich noch getan? Soweit eigentlich gar nichts mehr. Das war es gewesen. Nein, hier diesen Stützrahmen für meine 480, die ja doch relativ schwer ist. Da war ja hochfoliert. Das sind Alu-Profile. Über die habe ich bei meinem Vorstellungsvideo gar nicht gelabert. Ja, genau, den Rahmen, den habe ich ja, rausgezerrt. Das Abmachen der Folie, naja, hat sich recht schwierig gestaltet. Da musste ich nochmal kräftig nachgehen mit allem möglichen Zeug. Genau, und den habe ich jetzt noch schwarz lackiert. Das, denke ich mal, passt ein bisschen besser rein. Fällt nicht ganz so auf. Und richtig, was wird sich jetzt noch so weit an dem System ändern? Bin ja noch nie ganz fertig. Ja, die Wasserkühlung wird ein bisschen minimiert. Ich habe ja oben diesen Dual Bay AGB drinnen mit der Pumpe, genau. Und den will ich noch raushauen, weil ich, wie gesagt, irgendwie das Problem habe. Ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe, dass ich das Ding nicht richtig entkoppelt kriege, weil das doch so eng in diesen Schacht sitzt. Das ist sehr ärgerlich und da fliegt das Teil raus. Also ich kann es soweit lautlos auf 3 Volt laufen lassen, aber 7 geht noch, zwar auch schon ganz schön grenzwertig, aber 12 Volt ist einfach unerträglich, also da sind die Vibrationen echt zu hoch. Genau, und da wird sich weitestgehend so hin ändern, dass hier als CPU-Kühler der AlphaCool Eisbär drauf kommt, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil, wie gesagt, schöner CPU-Kühler. Und ja, mal gucken, was sich noch so verändert. Dann wollte ich gerne noch vielleicht den Schlauchdurchmesser ändern, noch mal ein bisschen dicker werden und ach, mal gucken, was sich da so ergibt. Genau. Schreibt soweit in die Kommentare, wenn euch das jetzt hier gefällt, die Folierung. Mir gefällt es eigentlich besser als mit diesem Camouflage, das ist jetzt doch inzwischen wieder ein bisschen out.
ja, einfach unten reinpinseln in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über alle möglichen, ja, Likes und natürlich Abos freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.